Hallo und herzlich willkommen zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Ich bin Jan und werde in Zukunft auf diesem Kanal viele OMSI-Videos zeigen. Von den verschiedenen Karten, sowohl P-Ware als auch Freeware, von den verschiedenen Linien und von den verschiedenen Bussen. Und zur Einstimmung werden wir heute hier eine kleine Runde auf Grundorf fahren. Wir stehen jetzt aktuell Einsteindorf Krankenhaus und fahren die Rücktour zum Bauernhof Nordspitze. Ne, andersrum, Nordspitze Bauernhof, so rum wird's richtig. Und dazu steigen wir jetzt mal in den Bus ein, machen ihn an, fahren ein Stückchen vor. In ein paar Minuten haben wir noch Luft und dann geht's gleich los. Also, an. Und, jawohl. Die Pedale einmal durchtreten. So, wir fahren. Ach, wir fahren heute ohne Hilfspfeile, weil, wie gesagt, die Strecke kenne ich ja zur Genüge. Dann Türe zu. Halt, bevor wir losfahren, wir schildern richtig. Zack, Kurs 2, Nordspitze Bauernhof. Dann mal. Haltestellenbremse lösen, dann fahren wir mal ein Stückchen vor bis zur Haltestelle. Und dann gucken wir mal, ob hier noch jemand mit uns mit möchte. Und dazu werden wir jetzt einfach mal die Uhr vorstellen. Wie viele Minuten hatten wir noch? 5 Minuten, sagt er. Ja, dann stellen wir einfach mal die Uhr vor, in der Hoffnung, es kommen noch ein paar Leute. So. Na, da kommt doch noch einer. Sehr schön. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, na, das machen wir doch. Kurzstrecke ist hier 1,70. Bitteschön. So, und dann würde ich sagen, Türe zu, Haltestellenbremse raus und da rollt er auch schon los und wir fahren auch los. Das ist ganz schön laut, der Gute hier. Ich hoffe, man hört es noch. Ansonsten muss ich dieses Video noch einmal aufnehmen mit anderen Einstellungen, aber das ist manchmal so. Der Bus und auch die alten SD 200-202, die sind schön laut. Die neueren Busse, Mercedes-Benz, MAN, Stadtbusfamilie etc., die sind dagegen sehr leise. So, nächsten Leutchen. Hallo. Morgen. Guten Tag. Guten Tag, Manfred. Fahrkarte? Keine Fahrkarte. Dann los hier. Da wird's grün. Gausdorf. So, was wird das alles so zu sehen geben? Also, wie gesagt, ich sagte ja schon, Freeware-Karten, Payware-Karten. Und dann auf den jeweiligen Karten, die ich zeigen werde, werde ich dann nicht nur bestimmte Linien zeigen, sondern wenn, dann zeige ich alle Linien. Das heißt, die Tageslinien, die Nachtlinien, Schulbuslinien, Sonderlinien, E-Linien etc. Kommt dann jeweils auf die einzelne Karte an. Guten Tag. Hallo. Morgen. Hallo. Guten Morgen. Wieder keine Fahrkarten. Ach übrigens, warum fahre ich diese Linie eigentlich hier mit diesem normalen Bus und nicht mit dem Gelenkbus, wie es sonst eigentlich der Fall wäre? Achtung, Ansage. Elsterplatz. Nun ja, wie gesagt, normalerweise fährt man das hier mit Gelenkbus, aber ich habe mir gesagt, bei den
Mädels und Jungs und Omas, die hier auf der Karte zu Hause sind, reicht auch ein normaler 12 Meter Bus. Und wie man sieht, ja, reicht das vollkommen aus. So. Einmal anhalten. Guten Tag. Hallo. So, warten, dass da hinten die Türe zugeht. Sehr schön. Und weiter. Nordspitze. Und natürlich wird es auch möglicherweise den ein oder anderen Unfall zu sehen geben, weil es sich leider nicht ganz vermeiden lässt, in Umsi unfallfrei zu fahren. Es sei denn, man ist wirklich mit seinem Bus alleine auf der Straße unterwegs. Was aber eigentlich in den seltensten Fällen der Realität entspricht. Und da sind wir an der nächsten Haltestelle. Da möchte niemand mit. Dann warten wir nur, dass die Leute schon da hinten ausgestiegen sind. Tür wieder zu. Und weiter geht's. So, wie werden die Videos gestaltet sein? Eigentlich im Großteil genauso wie jetzt dieses Eröffnungsvideo, also mit Live-Kommentar. Es wird aber auch sicherlich Videos geben, das war noch grün, die nachkommentiert sind, weil ich habe noch ein paar Videos liegen, die ich zwar aufgenommen habe, aber da hatte ich noch kein Mikro dazu. Sprich, die kommentiere ich nach und zeige die dann zu. So, jetzt schön den Berg hier hoch mit dem Bisch. Schmack ist im Schwung. Und dann haben wir auch schon unsere Endhaltestelle erreicht. Bauern. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Und das haben wir auch da. Türe auf da hinten. Fahrplan sagt, oh, fast 3 Minuten zu früh. Und da sind wir eigentlich wirklich gemütlich gefahren. Okay. So, dann schauen wir mal. Da hinten geht die Türe wieder zu. Wir machen unser gutes Stück wieder aus. Weil, wie wir sehen können, haben wir 10 Minuten Luft. So, wir gehen raus aus dem Bus. Ja, wie gesagt, das war jetzt mal ein Eröffnungsvideo und eine kurze Vorstellung, wie es in Zukunft hier zugehen könnte. In den nächsten Videos kann es natürlich sein, dass ich nicht ganz so viel sprechen werde wie jetzt. Aber das wird sich alles zeigen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss.